Jo, meine Leute, ich habe ein cooles Thema und zwar, ich habe meine DIY-Solaranlage angemeldet. Das heißt, das mag ich am Datenregister und Finanzamt und allem Pipapo. Und ich gebe euch jetzt hier mal so ein Best-of der drei coolsten Sachen, die ich da so erlebt habe. Ja, also einfach mal so eine Zusammenfassung für euch. Was habe ich daraus gelernt? Und ich weiß jetzt schon, ey, ich krieg gleich wahrscheinlich wieder 1000 Kommentare. Ich melde die nicht an, du Vollidiot, warum machst du das und so? Und so ein bisschen habt ihr recht, ich will euch da auch gar nicht. Also, wahrscheinlich kann man echt darüber nachdenken, inwiefern das sinnvoll ist. Ich habe es aber gemacht, ich wollte es auch einfach mal wissen, wie es läuft und das ist halt einfach die Mega-Bürokratie-Hölle und saugeil. Und damit es noch klarer wird, wie geil das hier läuft, ja, mache ich noch einen Vergleich zu den Niederlanden, weil da läuft es nämlich echt cool und easy und die Leute, also anscheinend will die Regierung da ernsthaft, also wirklich im Ernst, nicht nur so pseudomäßig, dass wir hier PV ausbauen oder dabei in den Niederlanden PV ausbauen, ja, hier eher nicht so. Okay, fangen wir mal Punkt 1 an, es wird witzig. Okay, der erste Punkt ist eine DIY-Solaranlage, mit der ich einspeisen oder irgendwie Teil einspeisen möchte. Das heißt, ein Teil geht ins Netz und ein Teil verbrauche ich selber, ja. Fangen wir einfach mit den Niederlanden an. Das ist nämlich ziemlich schnell, da sind wir schnell durch. So, ich baue in den Niederlanden meine Solaranlage. Die melde ich mir, ich glaube, online geht sogar, die melde ich da eben an. Trag ein, ich habe eine Solaranlage gebaut. Jungs, ich brauche jetzt vielleicht einen neuen Zähler. Und das war's. Und dann kriegst du noch einen Termin oder du machst einen Aushalt mit einem Elektriker. Das wird dir alles bezahlt. Der kommt vorbei, tauscht dir die Scheiße aus und das war's. Punkt, fertig. Solaranlage läuft. Und wisst ihr, wie die Abrechnung läuft? Das ist auch geil. Da wird nicht irgendwie geguckt, wie viel geht raus, wie viel geht rein. Nein, die haben gesagt, wir wollen halt ernsthaft, dass die Leute das schnell und unkompliziert machen können und dass sie sofort sehen, was sie sparen und die sollen auch was sparen dabei und so. Da funktioniert so, das, was ins Netz reingeht, ja, also das, was ich nicht selber verbrauche und was ich quasi der Öffentlichkeit dann reinpumpe an Strom, das läuft dann, da läuft der Zähler praktisch rückwärts und das, was ich selber verbrauche, oder das, was ich noch aus dem Netz beziehe, weil ich da nicht genug habe, dann läuft halt wieder vorwärts. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich verbrauche zum Beispiel 3000 Kilowattstunden Strom aus dem öffentlichen Netz im Jahr und ich speise 3000 ein und am Ende bezahle ich null. So, total geil, oder? Also so ist es so cool. Und jetzt fangen wir mal an, wie das hier läuft, ja? Ich muss immer wieder nachgucken, weil der Weg so saukompliziert ist, dass ich kann das nicht im Kopf behalten. Ich habe auch gestern fünfmal alles versucht zu wiederholen. Ich hoffe, da sind keine Fehler drin, aber es ist so ungefähr das, was ich erlebt habe. Okay. In Deutschland fängt es halt so an. Du baust dir deine Anlage und eigentlich würde man denken, das ist der schwierigste Part und der dauert am längsten. Nein, nein, weit gefehlt. Du baust dir deine Anlage und du bist happy und du denkst, voll cool, jetzt kann ich Strom erzeugen und den nutzen, ja. So, und du möchtest ja aber gerne einspeisen, das heißt irgendwie, da muss man ja was regeln. Das Erste, was du machen musst, ist, du musst einen Elektriker engagieren, ja? Also die Anlage darf noch nicht laufen, du musst einen Elektriker engagieren und da fängt es halt schon an, weil die meisten haben nämlich überhaupt keinen Bock auf diesen Bürokratiehorror hier und deswegen findest du fast keinen. Also ich weiß aus dem Forum ein paar, die haben wirklich wochenlang gesucht, bevor die da überhaupt einen gefunden haben, der gesagt hat, ich mach den Scheiß mit, ja? Okay. Das geht ja aber noch. Ja, sagen wir mal, du findest irgendwie einen Elektriker, der cool drauf ist und sagt, ja, okay, verstehe ich bin dabei. So, dann musst du dich beim Netzbetreiber, musst du die ganze Kiste anmelden. Ja, also du musst dann irgendwie, zum Beispiel bei uns ist es so, da kann ich einfach in so ein Online-Portal, das geht sogar auch noch, da musst du dann eintragen, wer hat die Anlage installiert und so weiter. Also sagen wir erstmal nur beim Netzbetreiber irgendwie melden, ich will jetzt hier irgendwie einspeisen und dann geht die Kiste. Das geht auch noch, ist auch noch nicht so ein Drama, ja. So, dann geht's aber schon los. Jetzt fängt es schon an, sehr unterschiedlich zu werden, je nachdem, welchen Netzbetreiber ich habe. Und ich weiß zum Beispiel von ein paar Leuten aus dem Forum, dass der nächste Schritt dann voll oft ist, dass der Netzbetreiber dann vorbeikommt und dir die Anlage prüft, ja. So, und das kostet natürlich auch Geld, wenn der vorbeikommt, ja. Das heißt erstmal hier so Ding, 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 ja. Also ich mache jetzt immer ein Ding, 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 wenn du blechen musst. Und das kommt heute ziemlich häufig. So, manchmal ist es aber auch so, dass der Netzbetreiber sagt, ich habe halt irgendwie auch so konzessionierte Elektriker, die weiß ich, die wissen, was abgeht, ne, also was ich will, und dann lassen die den Scheiß auch manchmal. Das ist total unterschiedlich, also bloß nicht einheitlich. Ne? Da stehen wir in Deutschland nicht so drauf. Das wäre zu einfach. Okay, danach muss der Elektriker dafür sorgen, dass die Anlage auf 70% gedrosselt wird, ja.
Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Es soll irgendwelche technischen Gründe haben. Ich fand es merkwürdig. Ich denke mir halt, keine Ahnung, was, also warum 70%? Also, das erscheint mir irgendwie ein bisschen komischer Wert, aber meinetwegen. So, oder du lässt dir eine Fernabschaltung installieren, ja, das geht auch, aber dann wieder ding, 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 da musst du wieder blechen natürlich, kostet alles, ne? Natürlich kostet der Elektriker ja auch Geld, ne? Aber sagen wir mal, der hat es wenigstens verdient. So, dann geht's weiter. Der nächste Schritt ist, du musst dann den Zähler tauschen, ja? Der wird dir in der Regel dann auch vom Netzbetreiber zugeschickt. Tauschen musst du den aber natürlich selber, musst dich auch selber drum kümmern irgendwie. Das heißt, dann kommt wieder der Elektriker und tauscht das Ding. So. Und der schöne Zähler kostet natürlich einmal, ich glaube, 130 € und dann auch nochmal 100 im Jahr. Ja, das heißt wieder ding, 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 ding. Das kommt halt noch oft. So, okay, das macht Spaß. Und wenn wir jetzt natürlich, stellt euch mal bloß vor, ich würde auf die Idee kommen, auch noch ein Elektroauto haben zu wollen und mir eine Ladesäule zu installieren, da brauche ich ja noch einen Zähler und der kostet schon wieder 20 € im Jahr. So ding, 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 ja. Bei einer Wärmepumpe glaube ich auch noch mal. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher, lassen wir das einfach. Okay, so jetzt ist es halt so, wenn du diesen blöden Zähler tauschen willst, dass dann auch noch der Elektriker voll oft sagt, oder gar nicht mal der Elektriker, sondern es ist hier Vorschrift, dass du dann deinen blöden Zählerschrank auch noch tauschen musst, weil deiner vielleicht zu alt ist und der ist halt einfach nicht mehr so schön, ne? Das geht nicht. Und deswegen musst du da auch noch mal 1.000 bis 2.000 €, teilweise auch 3.000, habe ich gehört, blechen, damit du den Zählerschrank tauscht. Ja? Also wieder ding, 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 ding. Ja? Die ganzen Schritte gibt es in den Niederlanden nicht. Ne? Also, oder sie sind umsonst. Ja? Bezahlt dann halt das öffentliche System, was cool ist. Okay, egal. Danach musst du ein Gewerbe anmelden, ja, weil du musst deinen ganzen Schwachsinn ja versteuern. Du bist ja ab jetzt Stromlieferant und damit hast du ja ein Gewerbe und das ist natürlich auch total unkompliziert. Das musst du dann wieder mit dem Finanzamt klären, Steuernummer beantragen, bla bla bla. Also wieder total einfach alles. Okay, nein, es geht noch weiter, keine Sorge, ich habe noch richtig viel auf Lager hier. Danach musst du natürlich erstmal die ganzen Formulare von deinem Netzbetreiber ausfüllen, ja. Sag mal, das kriegt man noch irgendwie gebacken, aber es ist halt auch wieder relativ viel Zeug. Ja? Da muss ich halt wieder überall einlesen, es dauert. Aber es kostet nichts, ja? Die Formulare auszufüllen, wenn du es denn selber schaffst, es kostet erstmal nichts. Alles klar. Danach kommt der Netzbetreiber vielleicht auch nochmal vorbei, weil der will ja auch nochmal checken. Also das haben wir beim Forum erlebt, dass die teilweise zwei, dreimal vorbeikommen. Die wollen ja auch checken, dass auch wirklich jetzt alles auch komplett ordnungsgemäß und gut installiert ist, ja. Und das kostet dann wieder, also wieder ding, 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 ja. Also, ja, da fühlt man sich schon wie so eine, wie so eine Kuh in so einem Mastbetrieb, ne? Das ist schon geil. Okay, danach musst du natürlich, wenn du Gewinne machst, die musst du natürlich immer schön versteuern. Nicht, dass man sich noch irgendwie freut oder so, wenn die Kiste dann läuft, also auch versteuern und so weiter, aber da komme ich gleich nochmal drauf, ja. Also auch da wieder ding, 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 ja. Also richtig, richtig geil. Mit den Steuern ist aber nochmal so eine andere Kiste, machen wir gleich. So, okay, habt ihr noch Bock, ja? Habt ihr noch Bock? Soll ich noch mehr bringen? Pass auf, ich habe noch ein paar, ja. Für den selbst erzeugten Strom, das heißt, du produzierst ja selber Strom und verbrauchst den selber, müsstest du eigentlich eine EEG-Umlage bezahlen. Das heißt, du müsstest eigentlich für den Strom, den du selber erzeugst und auch selber verbrauchst, also der eigentlich nur in deinem Haus irgendwie existiert, dafür müsstest du eigentlich EEG-Umlage bezahlen. Aber dafür gibt es Gott sei Dank die Ausnahmeregelung. Ja? Und die besagt, dass du bis 30 Kilowatt Peak diese EEG-Umlage nicht bezahlen musst. Ja? Aber das musste die halt alles erstmal wieder durchlesen und ohne Scheiß, ich bin mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das alles komplett verstanden habe, weil es so unfassbar kompliziert ist. Und das Geilste ist, die ändern das auch alle 20 Sekunden, so nach dem Gefühl, ja. Weil die wahrscheinlich einfach selber merken, was die da für einen Schwachsinn verzapft haben. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird noch geiler, ja. So, und dann kommt ja noch die Steuer, ja. Das habe ich tatsächlich auch bis heute noch nicht hundertprozentig verstanden, aber bei der Steuer ist es auch wieder so, dass die jetzt wieder in einer Ausnahmeregelung, ja, also wirklich total unkompliziert, die jetzt aber nicht bis 30 Kilowatt Peak geht, sondern bis 10. Ja, also damit es auch bloß nicht einheitlich ist. Vielleicht überlegen sie sich, ey, bis 9,75 oder so, das wäre noch cooler irgendwie. Oder vielleicht können wir auch die Zahl 42 nochmal einbauen. Also da ist es so, bis 10 Kilowatt Peak irgendeine von diesen 50 Millionen Steuern, glaube ich, nicht mehr beantragen muss oder zahlen muss. Ich habe es echt nicht so ganz kapiert, keine Ahnung. Aber das wird irgendwie einfacher.
durch die Ausnahmeregelung. Wenn ihr das alles überlebt habt und nicht komplett wahnsinnig geworden seid, dann könnt ihr einspeisen und kriegt sogar irgendwie 8 Cent oder so. In den Niederlanden kriegt man dann halt 30 Cent oder das, was der Strom halt im Moment auf dem Markt halt wert ist. Ja. Könnte so einfach sein, ne? Die Reihenfolge der ganzen Schritte, die ich gerade genannt habe, kann natürlich vollkommen zufällig variieren und der gesamte Prozess ist total dynamisch. Das heißt, der kann sich wirklich von Monat zu Monat vollständig ändern, damit auch wirklich das wirklich so konfus ist wie nur absolut möglich. Ja? Also richtig cool. So, und wenn ihr jetzt denkt, das wäre schon alles, nein, wir haben noch mehr auf Lager. Und zwar kommt jetzt Punkt 2. So, Punkt 2, Off-Grid-Anlagen, ja, das ist auch wunderschön. Off-Grid-Anlagen, nur mal kurz zur Wiederholung, Off-Grid-Anlagen sind im Prinzip Anlagen, das heißt, ich habe halt irgendwie einen fetten Akku bei mir im Keller stehen oder so und den befülle ich halt mit meinem PV und alles hängt direkt an meinem Wechselrichter. Also meine gesamten Lasten, die ich habe, also der Kühlschrank, der Herd, alles mögliche, der hängt direkt an meinem Wechselrichter. Was praktisch heißt, ich benutze das öffentliche Netz eigentlich überhaupt gar nicht mehr, ja, oder nur zum Teil. Also ich hatte zum Beispiel so gemacht, ein Teil vom Haus war damals über den Off-Grid-Wechselrichter und ein Teil lief dann halt noch über das öffentliche Netz. Und wenn der Akku leer ist, dann springe ich einfach wieder um, also ich mache wirklich einen Switch, zack, und springe wieder aufs öffentliche Netz zurück. Ja, also es ist aber eigentlich ein vollständig getrenntes System und eigentlich hat der Netzbetreiber und so weiter damit nichts am Hut. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich so sage, du bist eigentlich ein stinknormaler Verbraucher, nur hin und wieder verbrauchst du einfach weniger. Das ist es eigentlich im Kern. Das heißt, für den Netzbetreiber ist es technisch und alles Mögliche vollkommen egal. Ja? Weil was ich hier in meinem Haus mache, finde ich, ist auch ein bisschen meine Sache. Das ist meine Meinung, okay? Ich weiß, gibt es unterschiedliche, ist aber meine und ich glaube, viele teilen die Meinung auch von euch. Egal, Off-Grid-Anlagen. Ich habe auch gedacht, so, du bist ja ein braver und guter Bürger, ja, und du wirst natürlich mega hart abgestraft, wenn du das bist, weil ich habe probiert, die anzumelden. So, und was musst du dafür machen, um die Kiste anzumelden? Du musst in dieses Marktstammdatenregister gehen, das ist eine Webseite, ich glaube von der Bundesnetzagentur, die erstmal so gut funktioniert, als hätte die irgendwie ein 5-jähriger Schimpanse gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob das alt oder jung ist für einen Schimpansen, aber es hat auf jeden Fall kein vernünftiger Informatiker gemacht und wahrscheinlich hat es auch wieder Milliarden gekostet, ich weiß es nicht. Die Seite ist wirklich eine Katastrophe, ja, aber erstmal ist es irgendwie online. Herzlichen Glückwunsch, Digitalisierung. So, das Geile ist, du musst das Ding jetzt da anmelden und das ist eigentlich erstmal okay. Ja, sagen wir mal, es ist okay, du kannst es machen, also trägst dann deine Daten da ein, ich habe jetzt so und so viel Kilowatt und bla 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 und es ist alles echt entspannt. Trägst deine Daten ein und dann geht es auf Abschicken. So, jetzt ist das Problem, dass du dann den Typ der Anlage melden musst. Und da hast du nur die Wahl zwischen Teileinspeisung und Volleinspeisung. Aber wenn ich eine Off-Grid-Anlage habe, speise ich eigentlich gar nicht ein. Scheiße. So, da habe ich mir dann gedacht, okay, keine Ahnung, was trage ich da ein? Habe ich mich erkundigt, habe ich sogar extra nachgefragt. Und die sagen, ja, musst du Teileinspeisung eintragen. Ich dachte, ja, meinetwegen, ist okay, mache ich. Dann habe ich das eingetragen. Und dann war das erstmal durch, dann stand aber irgendwie da schon so ein gelber Button, Netzbetreiberprüfung, ja, und ich dachte mir, okay, kein Problem. So, dann irgendwann meldet sich der Netzbetreiber über dieses geile Marktstammdatenregister bei mir und weißt du, was er sagt? Bitte tragen Sie Ihre Anlage bei uns im Einspeiseportal ein, wir können die da nicht finden. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, Einspeiseportal klingt jetzt irgendwie erstmal scheiße, weil ich speise ja gar nicht ein. Ich mir gedacht, okay, warum nicht? Ich gucke es mir mal an, vielleicht hat der Netzbetreiber es ja besser gemacht. Ihr könnt euch denken, nein, hat er nicht. Ich gehe dann auf dieses Netzbetreiberportal, versuche es einzutragen und du hast keine Chance, weil da steht nirgendwo Off-Grid-Anlage. Die haben keine Ahnung, was das ist. Also habe ich mir gedacht, okay, Option gibt es nicht, ist ja nicht so schlimm, ist vielleicht ein außergewöhnlicher Fall, macht nicht jeder. Habe ich denen geschrieben und sag so, lieber Netzbetreiber, pass auf, ich habe das scheiß Problem, ich speise nicht ein, ich habe so einen Teil von meinem Haus, ist voll autark, der hat einfach nichts mit dem öffentlichen Netz zu tun. Ja, bitte lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Was kommt zurück? Nach drei Monaten hat es gedauert, dann kam zurück in diesem Marktstammdatenregister, darf man dann diese Tickets eröffnen. Ich bin immer so ein riesen Ticket-Fan, da darf man das dann eröffnen und weißt du, was dann kommt? Da kommt, lieber Herr Schmitz, bitte tragen Sie Ihre Anlage bei uns im Einspeiseportal ein. Und ich denke mir so, sag mal, hat sich überhaupt irgendwer meine Nachricht angelesen? Weil ich habe mir echt Mühe gegeben, den zu schreiben, warum ich nicht einspeise. Ja? Nein, hat sich keiner durchgelesen, kam einfach 1:1 dieselbe Antwort nochmal. Ich dachte, okay, kein Problem. Hat ja 3 Monate gedauert, dann ziehen wir die Sache halt einfach ein bisschen in die Länge. Ich schreibe wieder hin, lieber Herr Netzbetreiber, ich habe das Problem, ich speise nicht ein.
Also, was soll ich tun? Ja, keine Ahnung, können Sie mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich habe denen nochmal alle Daten geschickt, mir echt Mühe gegeben und ratet mal, was nach 3 Monaten wieder kam. Lieber Herr Schmitz, bitte tragen Sie Ihre Anlage in unserem Einspeiseportal ein. Ich dachte mir, okay, es ist schon ein bisschen robotermäßig, kein Problem, mache ich. Dann schreibe ich denen wieder eine Nachricht. Ja, und der ganze Scheiß ging jetzt ohne Kack 1,5 Jahre. Ja. Bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe, ja wunderbar, ich habe jetzt 1,5 Jahre überbrückt und jetzt lege ich die Anlage still und möchte ja einspeisen. Das heißt, die alte Anlage existiert nicht mehr und jetzt habe ich die einfach in dem Dings als dauerhaft stillgelegt angegeben, denen geschrieben, also keine Ahnung nochmal, wie es ist, ne, wie es war. Und das haben sie dann akzeptiert. Also, okay, ich sag mal. Ich musste alle 3 Monate eine Nachricht schreiben und letzten Endes war es das, aber so richtig cool ist das nicht, ne? Also, der dritte Punkt bei Konsolaranlagen und hier wird es auch wieder richtig cool. Tatsächlich hat der Gesetzgeber es hier ausnahmsweise mal echt gut gemacht, ja? Also, nach einer ganzen Weile hin und her und total abstrusen Geschichten, aber egal, am Ende ist irgendwie was rausgekommen, was echt brauchbar ist. Und zwar darf ich als Verbraucher mir einfach so eine Balkonsolaranlage kaufen und wenn die Geräte, sag ich mal, alle VDE-Normen und den ganzen Schwachsinn erfüllen, das tun die meisten, die man hier so kaufen kann, dann ist das kein Ding. Dann kannst du das Ding einfach auf den Balkon packen, steckst es einfach in deine Steckdose und fertig. Gibt noch so ein paar Regelungen, aber das ist alles irgendwie okay, ja, kann man mitleben. Also so Brandschutz und so ein Kram, ja, aber das macht ja noch Sinn, ja, da will ich jetzt nicht sagen. Dann ist es so, sobald du das Ding installiert hast, also ne, kannst du halt eigentlich in den Marktstammdatenregister eingeben und dann sagst du halt alles klar, irgendwie Volleinspeisung oder Teileinspeisung, je nachdem, wo das Ding dann reingeht bei dir. Wenn es in die Steckdose geht, dann ist es Teileinspeisung. Danach musst du es dann noch bei deinem Netzbetreiber anmelden oder umgekehrt, ist im Prinzip egal, wie die Reihenfolge ist, die akzeptieren eigentlich beides. Und normalerweise hat der Netzbetreiber dann da überhaupt gar nichts mehr zu melden. Ja, der hat dann nichts mehr zu kamellen, weil du darfst das Ding und du darfst es ohne Elektriker machen. Solange diese VDE-Normen und so weiter erfüllt sind, kann der dir eigentlich nicht mehr, sollte der dich nicht mehr nerven. Es sei denn, du hast noch so einen alten Drehstromzähler, der dreht sich rückwärts, so wie es in Holland läuft, ne? Also die machen das auch mit digitalen Zählern, mit dem rückwärtslaufen. Dann musst du den Zähler nochmal tauschen, der kostet dann halt wieder 20 Euro, aber sag mal, irgendwann muss das jeder von uns tun, diesen Zählertausch. Also da kommt jetzt so letzten Endes keiner drum herum. Musst du halt ein bisschen früher machen dann. Ist von mir aus auch alles noch okay, ja. Aber das Ding ist, sobald du dann in dem Marktstammdatenregister eingetragen bist und der Netzbetreiber dann irgendwie die Meldung kriegt, ja, dass du eine Balkonsolaranlage hast, habe ich jetzt wirklich oft mitbekommen, wie die trotzdem den Leuten auf den Sack gehen, ja. Und dann sagen irgendwie, wo ist der Elektriker, der konzessioniert ist, ja, bitte zeigen, bitte bauen Sie den Zählerschrank um, ja, was jetzt einfach mal wieder 2000 Euro kostet, ne, also wieder Ding, 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 ne, und das kriegst du doch nie im Leben wieder rein mit so einer Anlage, total albern irgendwie, also wirklich einfach nur die blanke Schikane. Und das Krasseste ist, voll viele verlangen dann auch wirklich irgendwie nochmal diesen Zwei-Richtungszähler, also auch das haben wir schon gehört, wo ich mir denke, warum, ja. Und der kostet 100 Euro im Jahr und auch das kriegst du einfach nicht eingespeist mit so einer Anlage. Das heißt, das ist für dich ein mega Verlustgeschäft, ja. Und also das ist wirklich bitter, aber es passiert. Der Netzbetreiber darf es gesetzlich nicht, tun aber viele, ja. Und das ist übel. Ja, nicht alle. Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Also auch voll viele sind in Ordnung und machen den Scheiß nicht. Also manche sind auch cool, aber wir hören es halt immer wieder und es sind keine Einzelfälle und das nervt halt irgendwie. Und wie könnte man das einfach lösen? Also für beide Anlagen könnte man einfach in diesen Marktstammdatenregister Button einfügen, nicht nur Voll- und Teileinspeise, sondern auch noch Off-Grid-Anlage und Balkonsolaranlage. Und dann wäre die Kiste ja durch. Dann könntest du alles direkt so behandeln, wie es sein sollte. In beiden Fällen, in beiden neuen Fällen, hätte der Netzbetreiber dann einfach weniger Rechte und könnte dir nicht einfach über so einen Scheiß-Button sofort sagen, wir nehmen die nicht ab, Punkt. Ja, und du müsstest dann eigentlich rechtlich dagegen vorgehen. Ja, einfach dem direkt das Ding entziehen, die Rechte, wenn er die nicht hat. Ja, und wenn der dann ein ernsthaftes Problem damit hat, dann soll er doch klagen und nicht umgekehrt. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja. So, und jetzt nochmal was anderes, hat schon so ein bisschen vorgegriffen.
So, wenn ich jetzt auf die dumme Idee kommen würde, und ich habe ja eine Balkonsolaranlage und ich verbrauche ja nicht 100% meines Stroms, den ich erzeuge über den Tag, sondern ein Teil geht ja auch noch ins Netz rein, ins Öffentliche. Und irgendwie könnte ich ja auf die Idee kommen, dass ich für das, was ich da generiere und wo ich investiert habe, ja auch Geld dafür kriege, ja, so wie es halt ein Kraftwerk zum Beispiel auch bekommt. Wäre ja irgendwie fair, ne? Nee. Das geht nicht. Das wurde schon mal direkt unterbunden und zwar nicht direkt, ja, also nicht, dass man sagt, du darfst das nicht. Man hat es ein bisschen intelligenter gemacht. Man sagt dann einfach, so, du hast vielleicht, wenn du eine Balkonsolaranlage hast, ich habe das schon mal vorgerechnet, Videolink ist oben, dann hast du ungefähr, was weiß ich, 20 € im Jahr vielleicht, die du an Einspeisevergütung mit den 8 Cent oder 7 Cent, je nachdem, kriegst, die dabei rumkommen. Das ist nicht viel, aber ich meine, warum soll man die nicht kriegen? Also ist auch irgendwie scheiße, ja. So, wenn jetzt aber dann, um das zu machen mit diesem Einspeiseschwachsinn, brauchst du ja wieder deinen Zwei-Richtungszähler und der kostet 100 € im Jahr und damit ist die Kiste wieder durch. Also, das heißt, du machst wieder ein Verlustgeschäft, was wiederum heißt, kein Schwein macht das. Ja, wieder total bitter, also irgendwie, wie das ich weiß ja nicht nachvollziehen kann, okay? Und hier auch wieder die Niederlande, ja, denk drüber nach, die haben einfach immer dasselbe System. Du meldest dich da und du sagst, hey, ich habe hier eine Balkonsolaranlage und dann sagen die wahrscheinlich, ach, scheiß drauf, brauchst du deinen Zähler gar nicht umbauen. Und dann dreht das Ding einfach wieder rückwärts und du kriegst deine vollen 30 Cent oder wie viel der Strom auch immer kosten mag, pro Kilowattstunde fertig. Voll geil. Also besser geht's gar nicht. Komplett unbürokratisch. Kein Scheiß gerechnet, nicht 20 Millionen Anträge. Zählerumbau, alles kostet nichts. Und auch der Zähler kostet nicht absurde 100 € im Jahr. Also ich meine, was ist das für ein Ding, ja? Ey, also 100 € im Jahr für so einen popligen Zähler, das ist doch lächerlich. Egal, ja, also das sind so die feinen Unterschiede, okay? Ja, das wirkt alles so wie so ein krasser Flickenteppich, ja, der immer wieder hier und da geflickt wird, aber es wirkt nicht so wie eine echt durchdachte Lösung und es wirkt auch nicht so, als würde man ernsthaft wollen, dass die Bevölkerung mithilft bei der Energiewende, ja. Und zusammengefasst könnte man irgendwie denken, das ist halt irgendwie unsere amtierende Regierung momentan, die aus CDU, CSU und SPD besteht, es irgendwie nicht so richtig ernst meint damit, ja? Oder man könnte denken, die sind komplett inkompetent und haben einfach keine Ahnung, wo die Probleme liegen. Also eins von beiden muss es einfach sein. Und beides ist irgendwie echt schlimm, ja? Möglicherweise auch irgendwie so, fucking Lobby, ich weiß nicht, keine Ahnung. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade einen ganz schlimmen Husten gehabt. Und ja, muss man sich halt echt überlegen, weil wenn man einfach mal zusieht, wie viel PV wir jetzt brauchen werden für die ganze Energiewende, für E-Autos, für E-Bikes, für die ganzen Sachen, die über Strom laufen sollen, jetzt zukünftig für die Heizung, für alles Mögliche, ja, oder auch für Wasserstoffgeneration, was richtig, richtig teuer ist, da kann man sich dann schon fragen, will ich mir so einen Scheiß ernsthaft antun mit so viel Bürokratie und die Leute am Ende einfach nur noch davon abhalten, das zu tun oder supporte ich die Leute und sage, ey, jeder, der mitmachen will, ist herzlich willkommen, hau rein, ne? Also wenn es sicher ist und die Leute wissen, was sie tun, das ist immer Grundvoraussetzung, aber ansonsten sehe ich überhaupt gar kein Problem darin, sowas zu machen, ne? Ja, ansonsten kann ich nur sagen, nehmt euch ein Beispiel an den Niederlanden, die machen es ziemlich cool. Und ist nicht das einzige Land, das sind einige Länder, die es wesentlich, wesentlich besser machen, okay? Na egal, ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, vielleicht fandet ihr es auch witzig oder so. Ich fand es so witzig bis traurig, keine Ahnung, manchmal auch ein bisschen Hass dabei und so. Also, es war eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle für mich, diese ganze Anmeldung. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like, ich freue mich über sowas und bis zum nächsten Mal. Ja? Macht's gut, ciao.